Buonasera, 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 meine Schalker-Freunde, Sportskameraden und YouTube-Freunde. Willkommen, Klappe die zweite. Ja, ich hatte ja schon heute Morgen ein Video rausgehauen wegen das Spiel gegen St. Pauli, gegen St. Pauli, gegen Osnabrück, da ja das Spiel ja abgesagt worden ist in Osnabrück wegen deren Stadiondach. Osnabrück, die Stadt hat gesagt, nein, man darf da nicht spielen, wurde das Spiel ja in St. Pauli verlegt. Ja, und jetzt ohne Zuschauer. Und ich hatte noch im Video heute Morgen gesagt, ja, die Zuschauer tun mir leid, die jetzt dahin fahren und so alles. Da hätte der DFL und Schalke und etc. Osnabrück sich das mal besser überlegen müssen und so, sind alle schuld. Okay. Alles klar, das Video habe ich schon gemacht. Das ging um was anderes. Aber jetzt, was ich da, was VfL Osnabrück, die Verantwortlichen sich da erlauben, uns die Schuld zu geben, nicht mich, unseren Verantwortlichen, unseren FC Schalke 04. Sorry, sorry. Sowas geht nicht. Man muss sich doch mal an der eigenen Nase packen. Und sagen, wir haben Fehler gemacht. Man muss sagen, wir haben Fehler. Weil klar ist nicht jeder fehlerfrei, jeder macht Fehler. Aber wenigstens den Arsch in der Hose haben, macht man auf Deutsch und Nase packen, ey, wir haben Fehler gemacht. Aber ich finde gut, Schalke hat eine Stellungnahme des Vorstands. Die haben sich hingestellt und gesagt, pass auf, jetzt sagen wir mal, was hier los ist. Und ihr könnt auch auf Schalke 04 Seite gehen. Und schauen, was unser Vorstand da gesagt hat. Finde ich gut. So, ich lese mal vor. Ihr könnt hier mitlesen. So, Stellungnahme des Vorstands. S04 weist Osnabrücker Behauptung entschieden zurück. In einem Statement am Freitag, 3.5., behauptet die Vereinsführung des VfL Osnabrück, die Austragung des Spiels vor Zuschauern sei an der Haltung des FC Schalke 04 gescheitert. Die geben uns den Vorwurf, dass es gescheitert ist, vor Zuschauern zu spielen. Da frage ich mich, war unser Dach defekt in der Arena? War unser Dach kaputt in der Arena? Spielen wir zu Hause? Oder wer hat Heimrecht, dass wir ohne Zuschauer jetzt spielen? Wer hat sein Dach kaputt gehabt? Wir Schalker nicht. Schau mal Punkt 1. Diesen Vorwurf weist der Vorstand der Königsblauen entschieden zurück. Die Verantwortung für die derzeitige Situation liegt beim Veranstalter VfL Osnabrück. Es geht weiter. Der Vorwurf, der FC Schalke 04 lehne fanfreundliche Lösung ab, ist vollkommen haltlos. Ein Blick auf den Ablauf und die Fakten. Der VfL Osnabrück hat seit vergangener Woche Kenntnis von dem baulichen Problem am Stadiondach, die ursprüngliche Auslöser der Problematik sind. Erst am Montag dieser Woche hat der Schalker Vorstand von der drohenden Sperrung des Stadions an der Bremer Brücke erfahren und danach immer wieder schnelle Lösungen gefordert, die eine Austragung der Partie vor Zuschauern ermöglicht macht. Werthaltige und verbindliche Vorschläge gab es von Osnabrücker Seite keine. Das heißt, die Osnabrücker wussten schon vorher, dass es Probleme gibt mit deren Stadiondach und es sein könnte, dass das Spiel oder die Stadt das Spiel im Stadion absagen würde. Die wussten das. Da hätte es doch Osnabrück doch vorher Bescheid geben können oder sich schon mal am DFL ausrichten können und sagen, pass mal auf, bei uns werden Probleme kommen wegen Stadiondach, wir müssen schon mal gucken, dass wir im anderen Stadion springen. Schon seit Mittwoch, als das Angebot des FC St. Pauli bei der DFL und den beiden Vereinen platziert worden war, die Begegnung Milton auszutragen, am 1.5. war schon, dass man am Millerntor spielen sollte. Außer hätte der VfL Osnabrück
als Veranstalter mit dem FC St. Pauli über die organisatorischen und sicherheitsrelevanten Abläufe reden können. Die hätten schon mit St. Pauli reden müssen, wegen die Sicherheit, Ordner etc., Ticketverkäufe, Abläufe besprechen müssen. Insbesondere über Ticketmodalitäten. Dies war nach Kenntnis des S04 bis Freitagvormittag nicht geschehen, obwohl alle Parteien klar war, dass St. Pauli ab diesem Zeitpunkt kein Spiel vor Zuschauer organisieren kann. Erst am späten Donnerstagabend, nach der Entscheidung der deutschen Fußballliga, hat Michael Welling, Geschäftsführer des VfL Osnabrück, dem S04 gegenüber erstmals einen Vorschlag für Ausweichstadion gemacht. Der Vorstand der Königsblauen hatte in diesem Telefonat nichts grundsätzlich ausgeschlossen und Bedenkzeit gebeten, um mögliche fanfreundliche Lösungen zu prüfen. Nachdem Michael Welling kurze Zeit später nicht mehr telefonisch zu erreichen war, erhielt er noch am Abend von Matthias Tillmann eine Textnachricht, in der klar festgehalten wurde, dass eine erneute örtliche Verlegung für S04 nicht in Frage kommt, um nicht noch mehr Verwirrung zu stiften. Schalke 04 war zu diesem Zeitpunkt noch davon ausgegangen, dass ein Spiel auf St. Pauli vor Zuschauern möglich sein würde. Daraufhin veröffentlichte der VfL Osnabrück ein Statement, in dem unter anderem behauptet wurde, der S04 hätte sich offen für eine erneute Verlegung des Spiels gezeigt. Das trifft nicht zu. Ich frage mich, warum lügt man? Hört auf zu lügen. Das kann nicht sein, einen anderen Verein was vorzuwerfen, was überhaupt nicht stimmt und selbst schuld ist, dass das Stadiondach kaputt ist und sich selbst nicht drum gekümmert hat, ein Spielort oder mit Zuschauern oder mit dem Spielort, mit den Verantwortlichen drüber zu reden, wegen Sicherheit, wegen Ticketmodalitäten und so alles zu besprechen und geben die Schuld Schalke 04. Ey, hakt es bei euch? Wir gehen weiter. So, festzuhalten ist, hätte der VfL Osnabrück andere Standorte bevorzugt, hätte man bereits Anfang der Woche Gespräche mit Stadionbetreibern und zuständigen Behörden führen können. Warum das nicht hinreichend passiert ist, kann der FC Schalke 04 nicht beurteilen. Wie beschrieben, kamen erst dann Vorschläge aus Osnabrück, nachdem die DFL am Donnerstag in ihrem offiziellen Schreiben an beide Vereine unmissverständlich formuliert hatte, das Spiel wird im Millerntor in Hamburg ausgetragen. Diese Entscheidung ist endgültig. Das hat uns die DFL am Freitagmorgen auf Nachfrage telefonisch bestätigt. Donnerstag war offiziell, das Spiel wird in St. Pauli stattfinden. Das hat die DFL beiden Vereinen gesagt. Der VfL Osnabrück hat zu keinem Zeitpunkt eine valide, verbindliche Option präsentiert, die eine Austragung des Spiels vor Fans ermöglicht hätte. Entsprechend lehnte Schalke 04 eine allgemeine Zustimmung zu einem erneuten Ortswechsel ohne Kenntnis, wo und unter welchen Voraussetzungen ab. Die Geschäftsführung des VfL Osnabrück versuchte mit Mails an die DFL und Schalke den Vorstand des SO unter Druck zu setzen. Man versperre sich fanfreundliche Lösungen. Parallel ließ der VfL die Option St. Pauli mit Fans bewusst oder unbewusst verstreichen. Auf die schriftliche Bitte an den Veranstalter, den VfL Osnabrück bis Freitag 12 Uhr eine verbindliche Lösung, eine Austragung mit Fans zu präsentieren, gab es keinen inhaltlichen Vorschlag. Stattdessen veröffentlichten die Niedersachsen erneut ein Statement auf ihrer Webseite und versuchten damit, Schalke 04 die Verantwortung für die Situation zuzuschieben. Die Verantwortung Schalke 04 zuzuschieben? Ey, jetzt, da frage ich mich an die Verantwortlichen des VfL Osnabrück. Ich weiß nicht, wie viele Gehirnzellen da noch drinnen richtig sind. Ihr habt das Problem mit eurem eigenen Stadion, mit dem Stadiondach. Ihr wusstet dieses Problem.
Und jetzt versucht ihr, weil wir in St. Pauli ohne Zuschauer spielen, uns die Schuld zu geben. Obwohl wir Auswärtsspiele haben, obwohl wir bei euch spielen müssen, ihr müsst euch dafür sorgen, dass wir dann einen anderen Austragungsort haben. Wir haben zugestimmt, aber ihr hättet euch mit St. Pauli zusammensetzen müssen, wegen der Organisation, Ticket, Ordnungsdienst und so alles, Polizei. Und jetzt schieben sie die Schuld den Schalke verantwortlich. Unglaublich. Das ist, sowas habe ich noch nie im Fußball gesehen. Unglaublich. Hier steht auch, Schalke und die Verantwortung für die Situation. Ein einmaliger Vorgang, den der Verein maximal irritiert zur Kenntnis nimmt. Da der VfL Osnabrück behauptet, an fanfreundliche Lösungen interessiert zu sein, hatte der FC Schalke 04 am Freitagvormittag erneut alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Spiel vor Zuschauern in der Felddienstanlage stattfinden zu lassen. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr Gelsenkirchen hatten signalisiert, dass ein Spiel an diesem Tag unter Volllast in der Arena stattfinden könnte. Dafür gilt den Behörden den Dank des Clubs. Das Heimrecht wäre selbstverständlich bei Osnabrück verblieben. Da lehnte die DFL aus Gründen der Wettbewerbsintegrität am Freitagmittag ab. Okay, kann ich auch verstehen. Nicht bei uns im Stadion, klar, dann wäre das ein Heimvorteil für uns. War alles gut. Der FC Schalke 04 profitiert in keiner Weise von der derzeitigen Situation und einem möglichen Spiel ohne Zuschauer. Ebenfalls sieht sich der S04 nicht in der Verantwortung, wie es von anderen Seite versucht wird, darzustellen. Der Verein bietet alle Beteiligten an, dass Königsblau weiterhin mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dabei unterstützen will, um das Spiel am Dienstag 18:30 Uhr vor Zuschauern stattfinden zu lassen. Man sieht, ich weiß nicht, was da los ist mit Osnabrück, die Verantwortlichen. Wir dürfen aber jetzt auch nicht jetzt hingehen und jetzt die Fans von Osnabrück die Schuld geben. Nein, bitte macht das nicht. Für mich haben die Fans von VfL Osnabrück absolut keine Schuld. Ne? Nicht, dass man jetzt auf einmal sagt, Hasskick auf die Fans und so. Nein, bitte macht das nicht. Die Verantwortlichen sind die von VfL Osnabrück, die da oben arbeiten. Keine Spieler, kein Trainer, keine Fans. Die sind nicht verantwortlich. Die Verantwortlichen, die damit zu tun haben, sind verantwortlich. Die wollen unseren Schalkern die Verantwortung, die jetzt hier, ihr seid dran schuld, dass wir ohne Fans spielen. Ach so, okay, ich wusste ja nicht, dass wir auch dran schuld sind, dass Schalke dran schuld ist, dass das Stadiondach nicht in Ordnung ist. Und das wussten die schon eher. Ich wusste gar nicht, dass wir da dran schuld sind. Und wir sind jetzt auch dran schuld, dass wir in St. Pauli spielen. Auch weil wir ohne Zuschauer spielen. Ah, okay. Hakt es bei euch Verantwortlichen da in Osnabrück? Habt ihr was getrunken? Was ist los mit euch? Packt euch an die Nase. Hier, so, so. Und dann Arsch in der Hose und sagen, wir haben Fehler begangen. Erstens mit dem Stadiondach, das wir nicht früher bekannt gegeben haben. Bauliche Mängel, und das kann nicht sein, dass das jetzt schon ist, das muss schon vorher sein. Dank den Herrn, dank dem Gott, dass da noch nichts vorher passiert ist, dass das Dach nicht eingestürzt ist. Ich weiß nicht, wer da geschlafen hat, das hätte schlimme Folgen sein können, wenn das schon vorher passiert hätte. Dank dem Herrn, dass da nichts passiert ist, kein Unglück, dass das Dach nicht eingestürzt ist. Aber da müssen sich die Verantwortlichen von VfL Osnabrück wirklich sich mal hinterfragen, welche Fehler haben wir da gemacht und nicht die Verantwortung auf andere schieben. Eigene Nase packen, bevor man bla 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 macht und auf andere zeigt mit den Fingern, ihr seid verantwortlich, obwohl Schalke 04 gar nichts dafür kann. Unglaublich, das kann ich absolut nicht verstehen von VfL Osnabrück, was da jetzt gemacht wird, hinter den Türen und auf andere schieben. Unser Stadiondach ist unser Stadion, das ist nicht kaputt. Wir haben keine Mängel. Aber bei denen, die wussten das. So, wer hat falsch reagiert? Die Verantwortlichen von Osnabrück. Mir tun die Fans von Osnabrück leid, die können gar nichts dafür, dass jetzt ihr Verein in so einen Ruf gekommen sind. Da könnt ihr euren Verantwortlichen erstmal Dankeschön ausrichten an euren Verantwortlichen. Es tut mir leid für alle Fans, alle Fußballfans, die Fußball lieben.
Jetzt Dienstag ohne Zuschauer. Schade. Ist einmalig so weit. Habe ich auch noch nie erlebt. Ehrlich. Unglaublich. Unglaublich, das zu lesen. Hammer. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und ich finde es noch immer. Mir fehlen die Worte. Ehrlich. Mir fehlen die Worte, wenn ich sowas lese. Ich gebe dir die Schuld. Obwohl wir eigentlich Gast sind. Aber okay. In diesem Sinne, ich wünsche euch Gottes Segen, Glück auf, ciao, ciao, arrivederci, Glück auf, euer Schalker.